Abgegrüßt und herzlich willkommen zu einer kleinen Meditation mit Gong. Erlaubt mir zunächst mal das Vorwort kurz zusammenzufassen. Ja, euer Mr. Archie am Start, habe ich vergessen. Also, ja, wichtig bei dieser Meditation ist, wie ich immer schon sage, diese Meditationen sind angelehnt an die Wim Hof Methode. Gerne googeln, gerne suchen. Diese Meditationen werden von diversen militärischen Spezialeinheiten durchgeführt, um ihre Präzision und ihre Kampfbereitschaft gewissermaßen zu erhöhen und ihren Fokus zu finden. Ja. Scharfschütze, Leute. So, ne? Aber darum soll es nicht gehen. Für euch ist diese Meditation extrem nützlich, um mehr Power zu bekommen, um mehr Fokus für den Tag zu bekommen und generell mehr Fokus auf eure Visionen und auf eure speziellen Ziele zu bekommen. Scharfschütze. Ja. Fokussiert euch auf eure Ziele. Ne? Das ist das, was ich euch hier versuche mitzugeben. Natürlich ist es in diesen Videos auch für mich ein bisschen neu. Deswegen verzeiht mir einige kleine Ausrutscher und nicht so ganz optimale Sprachführung, sage ich mal so. Diese Meditation ist keine geführte Meditation, sondern ist eine Meditation mit Gong. Das heißt, ihr habt eure eigene Sache drauf, eure eigene Vision etc. Ich werde euch nicht führen, ihr hört einfach nur Musik und dann einen Vorgong und einen Gong für die Atmung anhalten, dann wieder einen Gong, um wieder zu atmen, dann wieder den nächsten Part, dann wieder einen Vorgong, einen Gong zum Atem aussetzen und einen Gong zum Atem einsetzen und so weiter. Insgesamt 3 Parts, 4 Minuten, 1 Minute, 4 Minuten, 1 Minute und 4 Minuten, 1 Minute. Wichtig, vorher, ja, ich finde es gut, wenn ihr gut gereinigt seid, ja, also vorher duschen gehen, nach dem 4:1 Prinzip, 4 Minuten warm, 1 Minute kalt. Dann ist es wichtig noch, außerdem, dass ihr einen ruhigen Ort habt, wo ihr wirklich ein bisschen ungestört seid und dass dieser Ort auch gut belüftet ist, viel Sauerstoff da drin ist, am besten noch draußen, ja, noch besser. Wichtig ist, dass auch eure Wirbelsäule nach Möglichkeit gerade ist, das heißt, ihr könnt immer liegen oder sitzen, Augen offen oder geschlossen, vollkommen egal. So. Und dann, wenn möglich, auf nüchternen Magen. Ich mache das hier adaptiv zum intermittierenden Fasten noch zusätzlich. Und da gibt euch diese Meditation noch mehr Power. Ja, und ihr werdet auch merken, das ist nochmal, wenn ihr speziell eure eigenen Sachen damit einbaut und versucht zu integrieren und euch vorher euer Vision Board betrachtet vorher immer euer Vision Board genau, ist es nochmal viel kraftvoller, auf Deutsch gesagt, als wie diese geführten Meditationen, wo es auch von diversen anderen gibt. Wie schon gesagt, es ist eine eigene Kreation, angelehnt an diese Wim Hof Methode. Deswegen dieses 4 Minuten warm duschen, 1 Minute kalt duschen vorher. So mache ich das. Ich creme mich da vorher ein, also quasi wie die letzte Ölung in Anführungsstrichen, und bereite mich da richtig schon drauf vor. Ja, zeitlich wird das Ganze in etwa wieder 15 Minuten in Anspruch nehmen. Wie schon gesagt, der erste Part ist eure Atmung. Ja. Ganz wichtig, konzentriert euch auf eure Atmung und auf euren Körper. Das ist der erste Part. Da wird 4 Minuten gehen, da wird nur Musik ertönen und dann zum Schluss ein Gong nach den 4 Minuten. Das ist der erste Gong, wo ihr euch darauf vorbereitet, eure Atmung anzuhalten. Dann werden etwa 10 Sekunden vergehen, dann wird der zweite Gong ertönen. Und der zweite Gong bedeutet, ihr haltet eure Atmung an. So, dann vergeht circa 1 Minute und dann ertönt der dritte Gong. Der dritte Gong bedeutet, dass ihr eure Atmung wieder einsetzt. So sieht's aus. Ja, dann kommt der zweite Part. Der zweite Part ist die Dankbarkeit. Ihr konzentriert euch auf eure Dankbarkeit. Ja, komplett nur auf eure Dankbarkeit, wofür ihr alles dankbar seid. Euch komplett selbst überlassen, keine geführte Meditation, wie schon gesagt. Dann kommt wieder ein Gong,
Der bedeutet, ihr bereitet euch darauf vor, eure Atmung anzuhalten. Und dann, 10 Sekunden danach, kommt nochmal ein Gong. Der bedeutet, Atmung anhalten. Eine Minute circa wieder. Anschließend der Gong, der euch wieder sagt, ihr könnt wieder anfangen zu atmen. Und der dritte Part, in dem wir uns jetzt befinden, bedeutet eure Vision bzw. eure Affirmation später noch. Ja, das kommt dann noch in einem späteren Video, wie ihr eure Affirmationen einbaut. Eure Visionen, stellt euch ganz eure Vision vor, eure Ziele, eure Präzision quasi auf eure Ziele. Ja, ihr seid wie eine Klinge, ihr seid quasi scharf wie eine Klinge mit Präzision. Verfolgt ihr euer Ziel und dann ertönt natürlich wieder ein Gong, der euch ebenfalls sagt, jetzt bereite ich mich vor, die Luft anzuhalten und ganz in mich zu gehen und mich nur auf meine Vision zu konzentrieren. Der zweite Gong sagt euch dann, ich halte meine Atmung an und konzentriere mich jetzt auf meine Vision, komplett und ganz. Ja, das ist quasi das Anhalten für einen Scharfschütze, der sich auf den Schuss konzentriert, auf das Wichtigste. Wie schon gesagt, auch angelehnt, diverse Spezialeinheiten führen das in ähnlicher Form durch. Ja, ich will nicht, dass das hier falsch rüberkommt. So, und zu guter Letzt kommt der letzte Gong, der sagt, ihr könnt nochmal tief ein- und ausatmen für etwa 10-15 Sekunden und dann wacht ihr wieder langsam auf. Die Musik klingt langsam aus und ihr wacht langsam auf. Ja. Das Ganze ist ein Prozess, ihr lernt das nicht von heute auf morgen, ihr müsst es regelmäßig machen und das ist quasi das zweite Level der Meditation und ihr werdet immer besser und besser und besser, bis ihr das dann auch, dieses Gefühl so ein bisschen drin habt. Und dann geht das noch weiter und dann kommt das auch ohne diesen Gong. Aber das ist jetzt schon mal die nächste Stufe mit dem Gong. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Und jetzt will ich gar nicht weiter länger quatschen. Das waren jetzt 10 Minuten Vorwort zu dieser Meditationsvariante. Bereitet euch vor und dann gehen wir jetzt direkt in die geführte Meditation rein. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox und verlinke euch auch den genauen Timecode zur Meditation, dass ihr dann direkt skippen könnt und das Gequatsche nicht jedes Mal anhören müsst, dass ihr direkt da drauf skippen könnt. So sieht's aus, meine Guten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Meditation. In diesem Sinne, Namaste und abgegrüßt.
Thank you.
Thank you.